Lesotho ist die zweitgrößte Insel des maltesischen Archipels. Sie gehört zur Republik Malta. Gozo hat eine Länge von 14 Kilometer, eine Breite von 7,25 Kilometer und eine Fläche von 67 Quadratkilometer und eine Einwohnerzahl von 31.446. Diesem Video möchten wir euch unsere persönlichen Highlights von Gozo zeigen. Hier stand das ehemalige Wahrzeichen von Gozo, das Azure Window, welches 2017 zusammengebrochen war. Hier wurde auch für Game of Thrones die dothrakische Hochzeit zwischen Daenerys Targaryen und Khal Drogo gedreht. Hier befindet sich auch das sogenannte Blue Hole. Ja. Das nächste Highlight befindet sich gleich neben dem ehemaligen Azure Window der Inlandsee. Hier kann man mit dem Motorboot durch den Felsen ins offene Meer fahren. Das nächste Highlight, das im Norden befindliche Wet El Mila Window. Nächstes Highlight, das Highlight Nummer 4, die Xeni-Salinen. Hier wurde schon seit den Römern Salz abgebaut. Ebenfalls im Norden befindet sich die Wet El Gaschri, eine felsige Küstenschlucht. Lustig. Victoria ist die Hauptstadt von Gozo mit 6.624 Einwohnern. Früher trug die Stadt den arabischen Namen Rabat, was so viel wie Vorstadt heißt. Die Zitadelle.
Sie stammt aus dem 16. Jahrhundert und wurde in den 90ern renoviert. Hört alles wunderschön aus und man kann außer jetzt Museum, Kirche, Gefängnis alles bei freiem Eintritt besichtigen. Sie wird auch Zitadella genannt. Zur Zeit des Römischen Reiches befand sich auf diesem Platz eine Akropolis. Im Mittelalter wurde dann dort eine Burg errichtet. Und beim nächsten Highlight geht es nach Slenty, ein altes Fischerdorf im Süden von Gozo. So, das waren unsere Highlights von unserem Besuch auf einer wunderschönen, sehenswerten, kleinen Insel namens Gozo. Ja, unser Video von der kleinen Insel Gozo, der Nebeninsel von Malta, ist nun zu Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt mir dafür einen Daumen hoch und wir sehen uns dann im nächsten Video.